Mindener Tageblatt. Das Hochwasser an der Elbe schwappt zumindest organisatorisch nach Minden. Am Mittwoch brachen THW und Feuerwehr in Richtung Krisengebiete auf. Das schwere Pionierbataillon 130 rückt am Donnerstag an die Elbe aus. So stellen wir uns darauf ein, morgen früh um 8 Uhr aufzubrechen mit etwa 100 Fahrzeugen in einen Raum nördlich von Magdeburg im Zuge der Elbe. Insgesamt rücken 300 Soldaten aus Minden zum Einsatz aus. Bereits am Montag waren 300 Soldaten des Pionierregiments aus Holzminden ins Krisengebiet gestartet. Wir nehmen an Gerät, insbesondere mit unser amphibisches Brückengerät. Wir nehmen mit unsere Pioniermaschinen. Wir nehmen mit eine ganze Reihe von Booten, Schlauchboote, aber auch Motorboote. Und mit diesen Sachen sind wir eigentlich hervorragend in der Lage, sowohl von der Wasserseite her Deiche zu verstärken, aber auch genügend Sandsäcke heranzuschaffen, um von der Landseite her diese Deiche zu verstärken. Das technische Hilfswerk aus Minden ist am Mittwoch bereits mit 12 Helfern nach Sachsen-Anhalt aufgebrochen. Gemeinsam mit anderen Ortsverbänden ging es von Detmold geschlossen nach Schönbeck an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Feuerwehr ist bereits mit 58 Kräften in der Partnerstadt Tangermünde. Darunter sind laut Sprecher Heino Nordmeier 90% freiwillige Feuerwehrleute.